In dieser Stadt gab es noch nie einen schwarzen Cop. Wir glauben, Sie sind der Mann, der hier neue Wege ebnen könnte. Hallo, hier ist Ron Stallworth. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist David Duke. Großmeister des Ku Klux Klan, der David Duke? Gott! Soweit ich mich erinnere. Was kann ich für Sie tun? Nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen. Aber mein Wort in Gottes Ohr, am meisten hasse ich diese schwarzen Ratten. Ehrlich gesagt hasse ich eigentlich jeden, der kein reines arisches Blut in seinen Adern hat. Dann spreche ich mit einem echten weißen Amerikaner. Gott segne das weiße Amerika. Der Kinocast. Na dann hallo hier in der Runde beim Kinocast bei der Folge Nummer 530, die letzte Folge vor der Sommerpause. Ja, kleiner Nachsatz, der wichtig ist. Ich begrüße in der Leitung die Kate. Hallo Kate. Hallo. Der Chris ist auch in der Leitung. Hallo. Moin. Ja. Mahlzeit und meine Wenigkeit, Erik, auch am Start. Schon etwas in Urlaubslaune, ja, durchaus. Und ein bisschen Gamescom-Laune. Aber ja, wir haben noch ein paar Filme für euch. Wir haben sogar heute zwei komplette Besprechungen von Filmen. Das eine war eine echte Sneak-Preview in der Metropol-Sneak in Stuttgart. Das andere war so eine quasi Sneak-Preview, weil da haben uns der Filmverleiher so einen Link geschickt zu einem Screener, der quasi letzte Woche ist der auch angelaufen. Den hatten wir bei den Filmstarts mit dabei. Den haben wir geschaut. Da schauen wir dann mal, wie der uns gefallen hat. Und dann gucken wir mal. Im Heimkino ist einiges passiert, sehe ich hier in unserem Dokument. Also, liebe Hörer, seid gespannt, was da kommt. Wir beginnen mal mit dem Film Black Klansman, den wir in der Sneak Preview hatten. Und ja, Black mit und dann drei Ks in der Mitte für KKK, Ku Klux Klan. Und das ist der Film von 2018, weil wenn man danach sucht in der IMDb, gibt es zwei Filme. Da gibt es noch A Black Klansman oder so ähnlich. Der nicht, sondern der von Spike Lee von 2018. In der Hauptrolle mit dem Bösewicht von, darf man das sagen? Nee, Spoiler. Es spielt einer von Star Wars mit, sagen wir es so. Doch, das darfst du sagen. Stimmt, ja, das müsste ja jeder geguckt haben. Wer nicht, der hat ja hier in dem Podcast eh nichts verloren. Also wer da bei Star Wars nicht auf dem aktuellen Stand ist, also gut, Clone Wars klammere ich jetzt mal aus, aber ja. Mit Star Wars Spoilern muss hier gelebt werden im Podcast. Adam Driver spielt mit und wer war der andere? Hier ist es unsortiert, hier die Liste in der IMDb. John David Topher Washington. Grace. Oh, ihr habt zwei verschiedene Namen gerade genannt. Einer hat gesagt Topher Grace, einer hat gesagt John David Washington. Ich glaube, letzter John war es. John David Washington ist der mit dem Afro. Ja, genau. Topher Grace ist der mit dem Bart. kleine Nebenrolle hat auf jeden Fall noch Michael Buscemi gehabt. Ist wahrscheinlich verwandt mit Steve Buscemi, weil der Name ist nicht so häufig. Auf jeden Fall geht es in der Geschichte darum, dass so in den, wann war das, so Ende der 70er Jahre arbeitet oder bewirbt sich jemand als einer der ersten schwarzen Polizisten, glaube ich, in so einem für irgendein so ein Programm da bei der Polizei. Und damals gab es vorher ja diverse Rassenunruhen und Rassengleichstellungskämpfe und sowas. Vietnamkrieg war da vorher und so. Und deswegen war das eine ziemlich wilde Zeit und er war so einer der Ersten und wird aber auch sehr stark unterstützt von seinem Chef, Sergeant oder keine Ahnung, wie sich das da nennt, hier Revierchef da. Und auch von dem, war das der Bürgermeister, der andere da? Irgendein Politiker, ne? Am Anfang, das war der Bürgermeister, ja. Ja, jedenfalls, die holen ihn da oder die ermöglichen ihm das, dass er in dieses Polizeirevier kommt. Er wird natürlich am Anfang immer ein bisschen gedisst, weil da sind viele, die noch so aus alten Zeiten dort ihren Dienst tun und da hat er es natürlich als Schwarzer und er ist wirklich ein, jetzt mal, das soll jetzt nicht despektierlich, ein Vorzeigeschwarzer, also mit einem riesigen Afro, also der hat so eine, der hat eine Matte auf dem Kopf, das ist unglaublich, also. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, Vorzeigeschwarzer finde ich echt ein Nehmen. Ja,
Wie soll man es nennen? Also wirklich, wie man sich das Klischee von einem Schwarzen vorstellt in schlechten Filmen oder sowas. So sieht er aus. Also vielleicht ist das das Richtige. Es gab damals auf dem Sega Dreamcast so ein Spiel, so ein Boxspiel, da hatte einer auch so einen riesigen Afro. Das war, hat mich deutlich an den erinnert. Auf jeden Fall macht er dann so seine Ermittlungstätigkeiten dort in diesem Polizeirevier und irgendwann kommt er mal auf die Idee, da ist in der Zeitung eine Annonce, so eine ganz so eine Kleinanzeige, hey, rufen Sie doch mal an, Ku Klux Klan, wir suchen Leute. Und da ruft er an, als Schwarzer beim Ku Klux Klan und findet da auch relativ schnell Kontakt, also er ist ja auch rhetorisch sehr, sehr begabt und sehr eloquent, kann sich gut ausdrücken und der schöpft da schnell oder fasst da schnell, er connectet schnell mit dem Mann auf der anderen Seite, dem Ku Klux Klan-Menschen und will sich dann auch irgendwann mal mit ihm treffen und da raten ihm aber seine Polizeikumpanen doch davor ab, dass er sich als Schwarzer mit dem Ku Klux Klan trifft und so kommt er auf die Idee, dass sein Ermittlungskollegen, Kumpel, hier Adam Driver die Rolle, dass er für ihn quasi dorthin geht. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil er hat natürlich überhaupt nicht so diesen ganzen Ausdruck, den der andere drauf hatte. Und da kriegt er dann noch so diverse Schulungen, wie bestimmte Sachen ausgesprochen werden sollen. Und das Ganze funktioniert sogar so ein bisschen halbwegs. Also zum einen die Telefonate, die dann auch immer in höhere Regionen der Hierarchie vom Ku Klux Klan gehen, von dem schwarzen Polizisten und die Ermittlungsarbeit von dem weißen Polizisten als in Ku Klux Klan in der Organisation, wo er relativ schnell dann auch Fuß fasst und einen Mitgliedsausweis bekommt und da steht aber der Name von dem Schwarzen da drauf und das ist auch das, was man jetzt im Rahmen der Promo zu dem Film immer sieht, diesen Mitgliedsausweis vom Ku Klux Klan, wo der Name von dem Schwarzen draufsteht. Das Ganze gewinnt noch so ein bisschen an Brisanz, als der Schwarze eine Freundin, Ron heißt er übrigens, der Ron, als der eine Freundin sich anlacht, als er mal undercover unterwegs ist, nämlich im Milieu der, würde man sagen, Black Panther oder sowas, ist das und... Also mal undercover ist ein bisschen untertrieben, das ist gleich sein erster Einsatz. Ach so, stimmt. Ja. Das ist sein erster Einsatz und es ist die von der Studentenvereinigung. Genau, die das alles organisiert hat. Ja. Die quasi den Black Panther-Sprecher und der war nicht gerade zimperlich in seinen Aussagen, also so nach dem Motto, ja, Völker hört die Signale, greift zu den Waffen und so. Ne? Und die Polizei hört das auch mit und da war es dann so richtig wie das bei Nackte Kanone so ein bisschen verarscht wird mit der Überwachungstechnik, dass jemand so ein riesen Tonbandgerät da trägt und so Mikrofone überall und genauso ungefähr war das damals halt in Ende der 70er tatsächlich noch so und er musste da mit Mikrofon, wobei ich mich dann auch frage, er kriegt die ja rum, ne? wie er sich da entdrahtet da so schnell. Aber gut, das wird im Film nicht erwähnt. Und die lacht er sich halt an und da wird eine Beziehung draus und sie steht natürlich so ziemlich weit oben auf der Liste von diesem Ku Klux Klan, der dort regional aktiv ist, als ja, most unwanted person und da gerät er halt so ein bisschen auch so zwischen Privatleben und seiner Ermittlungen ein bisschen so in den Zwiespalt und parallel steigen die aber durch ihre gute Argumentation immer weiter auf im Ku Klux Klan. Ja, und davon handelt dieser Film. Ich möchte jetzt ganz bewusst das letzte Drittel oder den letzten Teil des Films völlig unerwähnt lassen, weil der mich ziemlich überrascht hat. Und vielleicht machen wir noch einen Spoiler-Talk hinten dran. Vielleicht reden wir erstmal so über diesen ersten Teil. Und ich würde mal dazu sagen, wenn diese ersten zwei Drittel oder drei Viertel ist für mich jetzt kein wunderbarer Film. Ist teilweise sehr zäh, die ganze Ermittlungsarbeit. Das Drehbuch war ein bisschen gehackstückelt. Aber das Ende hat es halt wirklich für mich voll rausgerissen. Und über das reden wir aber dann später. Und ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Was genau? Anscheinend nicht. Dann rede ich mal weiter einfach, bis euch was einfällt. Na, was genau möchtest du nochmal wissen? Hat euch der Film gefallen? Oder wie hat er euch gefallen?
Entschuldigung. Ja, wir machen das hier zum ersten Mal. Das ist immer schwierig. Ja, wir machen das zum ersten Mal. Du hast so schön erzählt, du hast so eine schöne, ruhige Stimme. Ich bin ganz müde und träge geworden. Aufgrund der ganzen Emotionen, die du gerade mitgetragen hast. Warte mal ab, wenn ich über den letzten Teil des Films rede. Da kommen ein paar mehr. Ja, genau. Also ich fand den Film sehr, sehr cool, weil er hat sehr lustige Elemente drin, so richtige What the fuck Elemente drin, wo du dir so denkst, ey, es kann jetzt nicht wahr sein, aber es ist wirklich wahr. Und das halt nicht nur einen. Der Film spielt ganz arg mit Emotionen, fand ich. Man kann sich schon in die Situation teilweise reinversetzen, weil es einfach gut geschauspielert ist, fand ich. Die ganze Mimik der einzelnen Leute, das aber es war wirklich durchdacht von, in dem Fall Held und Bösewicht in der Geschichte, nenne ich es jetzt mal. Also komplett durch. Ich erinnere mich da an die eine Szene immer noch richtig gern, wo er da telefoniert mit dem Chef vom Kuckucksklan und sein direkter Vorgesetzter hört nebendran mit und dem läuft der Kaffee aus der Nase vor Lachen. Ja, weil sie dann das lautgestellt haben, ne? Genau. Ja. Also so gut es halt geht, lautstellen, also der Hörer halt hochgehalten. Ne? So war das damals. Ja, so war das damals. Liebe das Hörer. War diese Telefone mit Wählscheibe, falls man sich da noch dran erinnert. Liebe Millennials, da war nichts hier von wegen Audionachricht. Ja, richtig, und richtig. So. und das fand ich einfach super schön. Ich fand das ist super cool dargestellt. Auch dann diese Redneck-Familien fand ich auch ganz cool dargestellt. Auch dieses, dass sich die untereinander auch nicht unbedingt so komplett grün sind. Die einen sind radikal, die anderen sind viel radikaler. Fand ich insgesamt echt eine richtig runde Sache. Und dann halt hinten raus ist es wirklich so. Ja, haben wir den 18er-Tag? Ja, ne? Ja, was ist das? Weil ich finde, hinten raus fickt es dich einfach weg. Entschuldigung. Ja, bis kann man dahin, das so sagen? Bis dahin war doch schon etwas zäher Weg, oder? Also ging es mir halt. Nicht immer. Also ich fand es ganz, ganz cool, wie es sich aufgebaut hat einfach und wie das alles zustande kam. Und ich fand auch Adam Driver einfach köstlich in der Rolle. Der war super, also, ja. Also richtig, richtig gut. Und die ganze Zeit habe ich überlegt, so hey, wenn er will, macht er jetzt einfach einen Machtgriff oder so und, und zerquetscht die einfach mal. War aber ja gar nicht nötig. Und nee, einfach so, wie es sich aufgebaut hat, wie es zusammengespielt hat, wie die Charaktere zusammengespielt haben auch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich richtig gut. Und die Story an sich, wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich eine wahre Geschichte ist, da läuft es einem schon ein bisschen kalt den Rücken runter. Tja, die ganze Erzählung war mir doch ja ein bisschen zu behäbig. Trotzdem auch diese... Ja, das waren teilweise so Stückwerk, weißt du, da sind sie mal hierhin, mal dahin, mal dorthin. Und da war für mich lange Zeit irgendwie kein roter Faden so richtig in der Geschichte. Das war halt Ermittlungsarbeit. Ja, gut, wenn ich die Realität sehen will, brauche ich nicht ins Kino gehen. Ja. Und Kate, wie kam es bei dir an? Ja, ähnlich wie bei euch. Ein bisschen positiver als bei dir, Erik. Also ich fand den, wenn wir bei dem ersten Teil vom Film bleiben, hat mich das ziemlich unterhalten. Ich fand es eigentlich echt gut. Die Witze waren gut platziert. Wie gesagt, die Kaffee durch die Nase-Aktion war auch so witzig. Also grundsätzlich war es halt einfach gut erzählt und gut geschauspielert. Und bis dahin fand ich den Film auch eher als leicht witzig angelegt, als schon fast als ja nicht Komödie dafür, sondern nicht witzig genug. Aber in die Richtung so, okay, wir sprechen das Thema an, aber wir machen es nicht broternst, sondern nehmen auch ein bisschen Lustigkeit mit rein. So. Und das fand ich echt gut. Und dann kam der letzte Teil vom Film und dann saß ich in meinem Kinosessel und dachte so, wie soll ich diesen Film jetzt bewerten? Weil er hinten raus halt nochmal ganz anders wird. Ich habe mich da wirklich dann schwer getan, da Worte zu finden. Ja, was ich halt ein bisschen komisch finde, ist diese Vermarktung von dem Film. Weil, was ich so mitbekommen habe, der wird so oft lustig, so, hey, ein Schwarzer geht hier, ein Ku Klux Klan und so. Man denkt sogar aus der Vermarktung, dass er sogar mal unter so einer weißen Mütze steckt hier. Wenn du so Trailer guckst oder irgendwie die Webseite anschaust von dem Film. Ich glaube, da waren bei mir noch so ein bisschen falsche Erwartungen am Spiel. Ich dachte, es ist wesentlich lustiger.
Ich dachte, es ist eine Komödie, wo es darum geht, hey, ein Schwarzer ist beim Ku Klux Klan, hahaha. Weißt du, so in der Art. Aber dann war das eher so ganz behäbig und hat sich so schrittweise auf. Es waren richtig gute Szenen dabei, aber insgesamt war es mir so ein bisschen zu zäh mittendrin. Ja. Ja. Und jetzt würde ich sagen, ist langsam Zeit für einen Spoiler-Tag, oder? Ja. Sind wir ja so weit durch, also das, der Kracher kommt ja. Achtung, jetzt. Achtung, Spoilerwarnung. Bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen möchtet. Also natürlich nicht ganz ausschalten, ne? Du wirst Bescheid. Nur, nur das Kapitel überspringen. Bis nächstes Mal. Ciao. Für alle, die jetzt abschalten, kann das sein. Also beim Ende vielleicht noch kurz zur Beschreibung. Also für die, obwohl wer jetzt den Spoiler-Talk hört, sollte eigentlich den Film gesehen haben. Aber ich weiß, es gucken da hören manche den Spoiler-Talk rein, die den Film nicht gesehen haben. Ja, dass die wenigsten wissen, was da nun noch kam. Also am Schluss macht der Film halt einen erheblichen Zeitsprung in die in das letzte Jahr. Ungefähr vor einem Jahr gab es ja diesen schlimmen Fall, wo bei so diversen Demonstrationen, da gab es so eine Demonstration vom Ku Klux Klan, wo auch der ehemalige Anführer, den wir auch im Film sehen, allerdings als Rolle halt gespielt, wo der auch wieder auftritt und wieder die Menschen aufwiegelt und diese Ku Klux Klan oder die, ja überhaupt, das sind ja, wie heißen die White... White Power Bewegung. Ja, irgendwas mit White Man, irgendwie, jedenfalls irgend so eine reaktionäre Bewegung, die jetzt da auch wieder hier America First und so weiter, weil das fällt auch im Film ja diverse Male, dieses America First, was dann eher so einen Beigeschmack hatte, so wie, Ku Klux Klan hat das damals gesagt in diesem fiktionalen Film, das kennen wir doch von irgendwoher und dann kommen halt wirklich die richtigen Bilder aus den Nachrichten, wo so Kundgebungen stattfinden, die sehr Ku Klux Klan nah sind, wo dann auch dieses schlimme Attentat, muss man ja sagen, passiert ist, wo jemand von diesen Anhängern in diese Gegendemonstrationen einfach reingerauscht ist mit so einem riesen Truck, wie die es halt in Amerika haben, oder etliche Leute getötet hat dabei. Und das jährt sich ja ungefähr, vor einem Jahr war das. Wir saßen, glaube ich, gerade im Kino drin, als es gerade, das war, glaube ich, das Datum hat voll gepasst, oder? Das war noch dieses, ich hatte nämlich am Morgen... Ungefähr, ja, hat ungefähr gepasst. Ich habe nicht am Morgen in Nachrichten gehört, so, ja, jetzt jährt sich das zum einen Jahr und so. Und dann kam abends dieser Film. Also der hat dann nochmal wirklich so, hey, guck mal Leute, ey, das, was ihr jetzt gesehen habt in dem Film, ihr habt drüber gelacht, wie doof die sind und was die alles für Sachen haben, wo ihr gedacht habt, ja, ein normaler Mensch wird sich da ja nie irgendwie in den ihre Fänge begeben. Und schaut mal an hier, 20 Jahre später, oder nee, länger, 78, 88, 98, 2008, 30 Jahre später, oder nee, 40 Jahre später sogar, 40, ja, ich bin nicht der Mathelehrer vor unserem Team hier, 40 Jahre später, sind eigentlich wieder dieselben Affen auf der Straße und mit dieselben dubiosen Zielen gehen die auf Menschen fangen. Und ich meine, brauchen wir uns gar nicht weit umgucken, ne, was hier manche identäre Bewegungen hier für Leute versammeln. Und ja, das war schon echt krass da am Ende. Ja, ja, definitiv. Das hat einen zum Schlucken gebracht. Dann auch die Worte vom jetzigen US-Präsidenten Trump. Der hat ja auch seine Worte zu diesem Attentat oder zu diesem schlimmen, ja, Ereignis gesagt, von wegen, ja, es gab halt zwei Gruppen, ganz schlimme und nicht ganz so schlimme. Und dieser ganze Film, der ja eigentlich so ein bisschen das Ganze auch auf eine lockere Art und Weise berichtet hat, hat am Ende durch diese echten Aufnahmen von Gewalt und Brutalität, von Faschismus und Idiotie, einfach nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Also es war totenstill im Kino. Am Ende kommt die US-Flagge, die auf dem Kopf steht, die sich dann abändert zu schwarz-weiß. Und es war totenstill im Kino. Mir war kurzzeitig ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, ähnlich, weil das ist ja genau das, worauf der Film ja abgezielt hat in dem Fall. Also, ja. Oder halt auch das Ende oder prinzipiell einfach dieses Zeigen, so hey, die Bewegung gibt es immer noch und die Wortwahl und alles ist gerade, damit wurde gerade ein Wahlkampf gewonnen. Und das ist eigentlich extrem erschreckend und dass es da dann Unruhen gibt und Aufstände gibt, kann ich mehr als nur nachvollziehen, ganz ehrlich. Also das ist für mich jetzt alles noch dadurch durch den Film wirklich ein bisschen greifbarer noch geworden, weil man so wirklich mit der Nase auch drauf gestoßen wird. So richtig so, pam, übrigens, so und so sieht's aus. So. Ich verstehe sowieso nicht, warum es in der heutigen Zeit überhaupt noch diese Rassendiskussionen gibt. Wir bluten alle in der gleichen Farbe, Leute. Das ist scheißegal, welche Hautfarbe, aus welchem Land wir kommen oder sonst was. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Gefühle. Ja? Und ich verstehe das nicht, dass es heutzutage noch gibt, diesen Hass und diese Diskriminierung. Ach, furchtbar, furchtbar. Ich gehe mal davon aus, dass unter unseren Hörern... Da haben Tiere heutzutage mehr Rechte als Schwarze. Ja. Es tut mir leid. Es geht ja nicht um Schwarze, brauchst du ja nur mal die Flüchtlingsdiskussion angucken. Ja, weißt, das sind Leute, ja, die haben klar, ihr natürlich. Hab und Gut verloren und sind mit Familie irgendwie über zig Kontinente unterwegs gewesen. Weißt du, die kommen hier an und dann sind da irgendwelche Bekloppten, die dann so, Ausländer raus, ja, weißt du. Die, aber gut, das brauchen wir jetzt nicht hier an unsere Hörer zu adressieren. Ich glaube, unsere Hörer sind da gebildet genug, dass sie über solchen Dingen stehen. Aber es ist natürlich auch, was hier in diesem Film wieder vor Augen geführt wurde, diese ganze Rhetorik, was da Chris schon angesprochen hatte, ist halt frappierend, dass das immer noch genauso stattfindet und dass auch von oben her, dass eben das gedeckt wird, da sind es eben keine Idioten oder Nazis, da sind es eben irgendwelche besorgten Bürger, ja, oder so, weißt du? Das ist halt eben nicht. Und genau diese Ku Klux Klan-Affen in den USA sind eben auch keine einfach nur besorgte Menschen, die Angst haben vor irgendwas, sondern das sind einfach Idioten da und wer da drauf reinfällt auf solche Sprüche und verfangene Sachen, der hat zum einen die Geschichte nicht aufgepasst und zum anderen ist er auch ein Idiot. Ist halt einfach so. Und das sehe ich auch nicht so, dass es als Protestwahl, manche sehen das ja, Merkel, was auswischen oder so. Das ist halt auch nicht, ne? Wenn du die Affen einmal da, wenn du dir einmal diesen Kaugummi da eingetreten hast, oder diese Reißzwecke, ja, dann kriegst du sie auch ganz schlecht wieder los. Ja, die blockieren ja einfach alles, diese Idioten da in irgendwelchen Landtagen. Tja, und dem ging, also ich finde es natürlich gut, dass es so einen Film gibt. Allerdings wird das nicht die richtigen Leute erreichen, der Film, glaube ich. Weil, die gehen da einfach nicht rein, sowas. Und kannst du vergessen, dass da jemand, dass bei irgendjemand da ein Denkprozess einsetzt. Aber naja. Ja. Ist vielleicht für Schulen was, oder? Der Film. Ja, durchaus. Also definitiv. Da ist ganz viel Geschichte drin, da ist ganz viel Politik mit drin. Also definitiv auch wieder ein Film für die Schule. Zwinker. Das ist jetzt aber kein Spoiler-Talk mehr. Ach so, ja, oder? Dann mach ich mal hier. Warte. So. Sag mal, hoch, wir gehen das nochmal los. Warum ist denn das geloopt hier? Lass doch im Hintergrund laufen, klingt ganz gut. Das peppelt die ganze Sendung ein bisschen auf. Ja, wir lassen es immer unten drunter liegen hier, ne? Ja, genau. Nein, also ist wirklich auch wieder ein Film für die Schule, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man den mit Schulklassen zeigt, aber dann wirklich schon so 9., 10. Klasse, eher was Höheres, wo dann die in Anführungszeichen härteren Themen wirklich auch schon fundiert besprochen werden können. Ich gucke gerade mal, da ging ja 128 Minuten, da war echt ein bisschen zu lang. Man hätte den irgendwie ein bisschen raffen können in der Mitte. Kommen wir mal zur Gesamtwertung. Oh, liegen alle gleich oder sind das noch die Zahlen? Ja. Haben wir alle 8 Punkte gegeben? Ja. Ist ja komisch, wir haben es alle unterschiedlich oder fast unterschiedlich besprochen, aber kommen trotzdem so ziemlich auf einen Nenner hier. Jetzt erzählst nächstes noch, dass Geschmäcker verschieden sind, dann verstehe ich die Welt gar nicht mehr. Das könnte sein, ja. wie sieht's denn, oder nee, warte mal, da gab es doch noch eine zweite Sneak, oder? Weiß da jemand gerade, was da lief? The Domestics sehe ich gerade, kann das sein? Ja, The Domestics. Domestics? Ja. Aufmerksame Kinocast-Hörer, dem wird jetzt gleich der Groschen fallen, weil sie sagen, ja, Mensch, da hatten die doch damals vor einem halben Jahr mal den Trailer besprochen. Richtig, haben wir.
Was sagt unser Mathe-Genie? Wie liegt das ungefähr? The Domestics, wie ist der angekommen? Da ist ja alles vertreten. Also, da ist ja von 2 bis 10 alles vertreten. Quasi von 2 bis 10 wirklich alles vertreten. 6 und 3 nicht, aber ansonsten ist alles mal drin. Also der kam. Er also, war wohl relativ brutal, das habe ich inzwischen schon rausgefunden. Okay. Und ja. Aber ich glaube, wenn ich das so mir anschaue, hatten wir den von der Wertung her den besseren Film, oder? Ha! Ja. Ja, doch, bei uns sieht es besser aus. Ja, da ist von 6 bis 9 alles vertreten. Jo. Also, alles richtig gemacht. Und wie schauen denn die Tipps für die morgige Sneak aus? Da kommt bestimmt was Gutes. Es kommt immer was Gutes. Stimmt, du bist nicht da. Weil ich nicht da bin, da kommt was Gutes. Der Tipp für Sneak Nummer 963 der Innenstadtkino Stuttgart lautet unsichtbare Effizienz. Und Kate, gibt es da schon Rückmeldungen? 3 Tipps wurden abgegeben. Predator Upgrade, Keen und Slenderman. Bei Keen hatte ich auch den Trailer gesehen. Da hat man, glaube ich, auch besprochen. Und Slenderman habe ich jetzt mal noch vorhin vor 5 Minuten mal reingeworfen, weil der ist auch irgendwie unsichtbar. Der startet aber schon diese Woche. Nun ja. Gesehene Filme. Oh, wir haben ja einiges hier. Ich würde sagen, wir machen mal den zuerst, der gerade im Kino läuft, wo wir den Screener bekommen hatten, oder? Ja. Chris, magst du den mal vorstellen? Kann ich machen, klar, gar kein Problem. In the Middle of the River. Und zwar hatten wir, oder haben den Screener aber bekommen von In the Middle of the River. Und es geht eigentlich relativ düster und dunkel los, weil es ist wirklich düster und dunkel. Wir befinden uns im ländlichen Teil des US-Bundesstaats New Mexico und lernen dort den Irak-Veteran Gabriel kennen, also Gabriel, wie er bei uns heißen würde, Gabriel kennen. Der ist seelisch und körperlich relativ angeschlagen und begibt sich auf eine recht düstere Odyssee da in seinem kleinen Dorf und seinem kleinen Städtchen, um den Tod seiner Zwillingsschwester aufzuklären. Als Verdächtige in Frage kommen einige und sehr viele, aber war es vielleicht am Ende sogar jemand aus der eigenen Familie? Also es wird allerdings nicht nur diese Geschichte von dieser Reise oder von dieser Reise ist es ja nicht, aber eigentlich von wirklich dieser Odyssee erzählt, sondern eigentlich eine Geschichte von der gesamten Familie von Gabriel und von seiner Ex-Freundin Dana. Zu der Familie ist zu sagen, dass sein Großvater verprügelt regelmäßig seine Frau, die kümmert sich um den Nachwuchs der Enkelin, nimmt zum Schutz der Kinder die Schläge auf sich. Dann gibt es noch Gabriels jüngeren Brüder, der der befindet sich so auch in so einer Gewaltspirale und droht immer tiefer in die Neonazi-Szene abzurutschen. Und dann, wie gesagt, seine Ex-Freundin, welche sich auf einen Rachefeldzug gegen ihren Vergewaltiger aufmacht. Da ist natürlich die Frage, kann Gabriel das alles aufhalten? Kann er da was verhindern? Kann er den Todesfall seiner Schwester aufklären? Das so in etwa das Ganze, worum es geht. Und da sieht man schon, es sind einige Nebengeschichten dabei, wenn nicht vielleicht sogar zu viele. Bleibt ein sehr, sehr dunkler und düsterer Film von Regisseur Damien John Harper. Und es wird versucht, und das gelingt teilweise auch, wirklich eine Atmosphäre zu schaffen, welche die recht gespaltene US-Gesellschaft in recht bedrückender Weise auch darstellt. Das heißt nämlich auch wieder, oder es stellt sich einfach die Frage, wie soll es den Menschen in der sozialen Unterschicht gelingen, aus der doch recht frustrierten Lebenssituation rauszukommen, geprägt von Armut, von Kriminalität, von Gewalt. Und wenn nicht mal in der eigenen Familie dann noch der Zusammenhalt herrscht, dann wird es schon schwer, den Ausweg da zu finden, wenn es überhaupt möglich ist. Ist also sehr sozialkritisch, die Herangehensweise. Und der Film pendelt für mich so zwischen Thriller und Dokumentation. Da darfst du mich jetzt verbessern, Erik, wenn du das anders siehst. Und manchmal, finde ich, ist der Film wirklich ein bisschen zu vollgepackt. Die Darsteller, und das ist eigentlich so ein bisschen ein gemeines Urteil, die wirken auf mich stets bemüht, können nicht immer zu 100% überzeugen. Und dann kommt für mich der größte Knackpunkt in dem Film, was mich extrem gestört hat, was mir echt auf die Nerven ging. Es ist weder die Atmosphäre, weder die hölzernen Darstellungen der Schauspieler, sondern es ist die Kameraführung. Also es ist wirklich gefühlt nur mit der Handkamera gefilmt.
Ich glaube, dass da eine gewisse Dynamik entstehen sollte. Bei mir hat es eher Unbehagen ausgelöst, weil es ständig am Wackeln ist. Also auch in ruhigen Szenen, ein bisschen, wo der Film so ein bisschen versucht, Fahrt rauszunehmen, wackelt es. Du kommst nicht wirklich selber zur Ruhe und das macht einen innerlich nervös. Also wie gesagt, das ist nicht die Situation in dem Film, was Unbehagen auslöst, sondern die Kameraführung. Zumindest war es bei mir so. Kann natürlich sein, dass es absolut gewollt ist, habe ich ja erwähnt. Nur mich hätte der Film da wirklich gleich mehrere Male fast verloren. Ich habe auch tatsächlich zweimal unterbrochen. Einmal, um auf die Toilette zu gehen, einmal, um mit dem Hund rauszugehen. Einfach aus dem Grund, ich habe es in dem Fall das Gewackeln nicht wirklich ertragen. Was bleibt, ist wirklich ein düsterer, durchaus aber auch ein ehrlicher Film, welcher ein Bild von einem Amerika zeichnet, was, glaube ich, das Land für sich nicht wirklich nach außen hin aufzeigen möchte. Und das halte ich jetzt dem Film wieder zugute. Jetzt ist die große Frage, Erik, wie siehst du das? Ja, oh, du hast jetzt sehr viel, wo ich was dazu sagen müsste. Ich vergesse bestimmt die Hälfte. Ja, Kameraführung, das war die ganze Zeit so eine Schulterkamera. Und hat die ganze Zeit so eine Art Verfolgerperspektive dann auch gezeigt. Oder halt diese nicht näher benannte dritte Person im Raum. Ja, du standst halt die ganze Zeit als Beobachter mit dabei, wenn der sich gestritten hat mit seiner Ex-Freundin, die ihm irgendwie noch 2 Minuten Zeit gegeben hat, sich da zu rechtfertigen. Und man stand halt irgendwie die ganze Zeit mit dabei, war mit dabei, wenn die irgendwo hingefahren sind. Das war teilweise so, man ist mit denen zusammen ins Auto eingestiegen, saß mit denen im Auto, musste den Gesprächen hören, ist mit denen zusammen ausgestiegen. Das Ganze war ohne Schnitt oder irgendwas, was es dann teilweise manchmal ein bisschen langatmig auch gemacht hatte. Und diese, ja, dass es mich jetzt gestört hätte, am Anfang sicher, ich musste mich erstmal reinfinden. Allerdings hier, ich habe es hier bei mir hier unten angeschaut, das ist hier ein 32 Zoll, der hier hängt. Da geht das noch halbwegs. Ich möchte das Ding nicht auf der Kinoleinwand gucken, weil das, ich glaube, das wäre dann echt zu viel da, wenn das wackelt, weil da merkst du ja die Bewegung viel stärker. Hier, wenn du da mit einigen Abstand drauf guckst, geht es eigentlich. Die ganzen Darsteller, die kannte ich null. Also man kennt niemanden von irgendwoher. Eric Hunter, Max Thayer, Matthew T. Metzler. Also keine Ahnung, wie das stattfand, ob das eher so unterklassige Schauspieler sind. Teilweise wirkt es manchmal ein bisschen wie Laiendarsteller, gerade seine Ex-Freundin oder so. Ich sag ja, so hölzern auch so ja, ein bisschen, ne? Ansonsten, was wir ja im Vorgespräch schon mal kurz angerissen hatten, dieses ganze Thema, ja, ein Mann verlässt dieses White-Trash-Milieu, meldet sich bei der Armee, findet dort oder hat ja mehrere Einsätze dort und findet dort diese Struktur vor in der Armee und kommt dann auch noch verletzt wieder zurück in seine familiäre Umgebung. Dort ist wieder alles völlig chaotisch und konfus und er muss halt sowieso erstmal wieder zurückkommen und das verarbeiten, was er gesehen hat und den Verlust seines Beines da. Und dann kommt er auch noch in dieses völlig konfuse Mischmasch aus allen möglichen, wo diverse Probleme aufkommen. Was sogar so weit geht, dass er nicht mal zur Beerdigung von seiner Zwillingsschwester geht, weil er das überhaupt noch nicht so richtig verarbeiten kann. Und macht sich dann noch so, beginnt so Ermittlungsarbeit und ja, und dann sehen wir halt diesen Parallelgeschichten, wie du schon erwähnt hattest, dass dann die Spirale der Gewalt geht dann auch wieder los und selbst sein kleinerer Bruder, der überlegt auch, ob er sich zum Beispiel zum Militärdienst meldet, damit er überhaupt aus diesem ganzen Sumpf rauskommt, weil er hängt da mit so einer dubiosen Gang rum, die auch immer mal Leute aufmischen und das ist alles so ätzend, sich anzuschauen, dieses ganze Milieu, und da werden einfach viel zu viele Storystränge und Probleme aufgemacht, wo ich mir sage, ey, wesentlich weniger hätte es auch getan. Weil es einfach, ja, irgendwann überladen, ist es zu viel. Ja, es ist also wirklich so ein Feel-Bad-Film. Also da ist nichts drin, wo du ein bisschen Hoffnung schöpfst. Das ist einfach, jedes Mal, wenn du denkst, jetzt, das könnte so, nein, da geht es wieder irgendwie. Und es wird immer alles noch schlimmer und sowas. Und ja, der lässt einen auch nicht mit einem guten Gefühl zurück, der Film. Der ist einfach, es geht einfach die ganze Zeit irgendwie abwärts und
alles ganz furchtbar. Und ja, aber gegen Ende ja eigentlich nicht mehr. Also am Ende ist es schon eher so ein bisschen versöhnlich auch schon. So ein bisschen positiven Eindruck, also so ein bisschen aber dadurch, am Ende dann. Wenn man sich das vorstellt, wie so eine Amplitude, ja, wir sind die ganze Zeit so stark in einer negativen Welt unterwegs, dass dann sogar ein kleiner Ausschlag nach oben, der erreicht noch nicht die Nulllinie, aber ein kleiner Ausschlag nach oben ist schon eine geringe Verbesserung, aber ja, also ich bin in Anführungszeichen ganz froh, dass wir den, dass ich den jetzt nicht im Kino irgendwie gesehen habe, sondern dass wir diesen Screener bekommen haben. Es ist natürlich ein starker Film und wer jetzt nicht so diese ganz professionellen Hollywood 100 Millionen Dollar Produktionen mag, ich mag ja auch sehr viele von diesen kleineren Produktionen. Einer meiner Lieblingsfilme ist ja auch Clerks zum Beispiel, der wirklich ganz wenig gedreht wurde, aber eher halt eine Komödie ist und hier ist ja eher ein Drama, also richtig fieses Drama, würde ich sogar fast sagen. Also der kann auf jeden Fall hier mal einen Blick riskieren. Ob man das im Kino sehen muss, zwangsläufig, ja, oder vielleicht eher dann aufs Heimkino verschieben. Achso, der Film läuft auch im Kino im Original mit deutschen Untertiteln. Und wir hatten den auch im Screener in der Art und Weise. Den gibt es auch nur so. Ja, genau. Was ich an sich ganz gut fand, ach, siehst du, da können wir, das hatte ich mir noch bei Black Klansman versucht zu merken. Ich hätte ihn gerne im Original gesehen gehabt, weil bei Black Klansman unter anderem da, wo er ihm beibringen will, wie man richtig spricht als Weißer und nicht als Schwarzer und umgekehrt. Ne? Das hätte ich so gerne im Original gesehen, die Szene. Ja, aber weiter mit In the Middle of the River. Die eine Szene, auf die alles zuläuft, wo er ja sagt, was es für ihn bedeutet, in the middle of the river zu sein, und die fand ich extrem stark. Die fand ich wirklich, wirklich stark. Also allein auch schauspielerisch. Ich denke mal, wir werden von diesem, wie hieß er, Eric Hunter oder so, werden wir vielleicht noch einiges, was ist das überhaupt für ein Name, Eric Hunter, ey, so ein Pornoname. Ja, von dem werden wir bestimmt noch einiges hören und sehen in anderen Filmen. Also die Hauptschauspieler, also auch sein Opa oder so, die waren ziemlich ganz gut. Also. Ja, ansonsten, wie liegst du so punktemäßig oder hast du noch was? Nee, ich habe eigentlich sonst nichts mehr. Ich habe, glaube ich, schon sehr viel gesagt zu dem Film. Ich war ganz, ganz arg lange so bei 5 von 10, aber dadurch, dass halt die Thematik wirklich ein bisschen doch eine härtere ist und das auch, das finde ich wiederum relativ gut gemacht und dass der Film sich da auch so relativ treu bleibt, was die Dunkelheit und dieses Unbehagen angeht, habe ich ihn auf 6 von 10 hochgestuft noch. Ja, bei mir bleibt es aber 5 von 10. Starke Aussage, ne? Nicht Aussagen, weil der Film macht einfach zu viele Fässer auf. Wenn er sich ein bisschen fokussiert hätte auf bestimmte Themen, hätte es dem Film besser getan. Hätte er sich nicht so sehr verzettelt in den vielen Nebensträngen, die er noch irgendwie bedienen muss. Und dann müssen sie noch dahin fahren und mit dem reden und das und jenes. Ja, deswegen, also für mir 5 von 10, von dir 6 von 10. Ja, okay. Ich glaube, wir kriegen nicht mehr so viel Screener von der Firma. Aber gut. Ja, wir sind einfach nur ehrlich, also genau. Entschuldigung. Ja. Aber wir sagen halt auch, Geschmäcker sind verschieden. Das haben wir heute schon mal gehört. Deswegen, liebe Hörer, schaut euch das mal selber an. Ich bereue es auf jeden Fall nicht, den gesehen zu haben. Das tue ich auch nicht. Ich fand ihn auf jeden Fall so gut, dass ich sage, ja, danke, dass ich den sehen durfte. Ich gucke ihn jetzt nicht nochmal an. Aber für mich hatte der Film doch ein paar Sachen, gerade auch der Hauptdarsteller und so. Deswegen vielen Dank dafür. Okay, jetzt, ihr seid begabt, sehe ich hier. Kann der Kate mal was drüber erzählen? Begabt, was ist das? Ich habe den Film schon ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe ihn präsenter, oder? Hm? Ich habe ihn, glaube ich, noch ein bisschen präsenter. Soll ich kurz sagen? Ja, deswegen, wenn du mich ausreden lassen würdest, hätte ich gesagt, dass du ihn vielleicht. Kate mal ein bisschen mit ins Gespräch hier involvieren hier. Aber na gut. Chris, dann erzähl mal. Ja, also begabt. Begabt heißt nichts anderes wie Captain America zieht als alleinerziehendes Elternteil oder als Verantwortlicher seine Nichte groß. Und ja, da kann eigentlich auch wirklich dann nur ein begabtes Kind bei rauskommen. So ist es auch Mary, das ist die Nichte von Frank Adler, also ein typisch deutscher Name eigentlich. Frank die ist hochbegabt und zeigt das durchaus auch. Frank lebt mit Mary in Florida, hat sich da zurückgezogen, weil er möchte ihr eigentlich ein normales Kinderleben ermöglichen.
und hat dabei allerdings die Rechnung ohne die Oma gemacht, welche auch das Talent von Mary erkennt, gerade im mathematischen Bereich. Und dementsprechend möchte sie auch, dass ihre Enkelin richtig gefördert wird, weil an der Schule ist sie definitiv unterfordert. Das stellt dann auch die Klassenlehrerin fest. Es gibt auch Reibereien. Gleich am ersten Tag schreit Mary zum Beispiel die Rektorin an. Und da gibt es im Trailer auch zu sehen so eine schöne Szene, wo dann nach dem ersten Schultag also Frank mit Mary da sich unterhalten und so. Ich habe mal nachgeschaut online, wie viel Kids in Amerika die Direktorin anschreien, die Schuldirektorin anschreien und die Mary so, oh, und wie viel sind's? Keine. Das ist immer so ganz nett. Das sind auch so sehr nette Dialoge zwischen den beiden. Und es ist prinzipiell ein ganz arg schön erzählter, teils lustiger, teils sehr trauriger Film von Regisseur Mark Webb. Chris Evans spielt mit, also Captain America, und Octavia Spencer, das ist die kennen wir aus dem, ach Gott, wie hieß der Film mit den NASA-Mädels? Hidden Figures. Hidden Figures, genau, da spielt sie mit. Und aus unzähligen anderen Filmen Shape auch. Shape of Water, da hat sie die Putzfrau gespielt. Ja, Shape of Water. Den haben wir alle verdrängt. Auf jeden Fall eine Schauspielerin, die ich wirklich sehr, sehr mag. Und die spielt auch mit. Die spielen wirklich gewohnt stark. Die kleine McKenna Grace, die Mary spielt, hat mich vollkommen überzeugt. Ich fand die absolut goldig und süß. Ist halt wirklich diese Geschichte mit, ja, was ist jetzt das Beste für das Kind? Was ist das Beste für ein hochbegabtes Kind? Das, was der Onkel macht, der auch ein Versprechen an die verstorbene Mutter abgegeben hat, oder das, was die Oma möchte. Und das ist so ein bisschen die Thematik. Und ich fand das dahingehend dann auch noch nicht mal so arg weit aus der Welt gegriffen, weil es einfach tatsächlich auch so Situationen gibt. Ich kann es aus meiner Schulkarriere erzählen, ich hatte solches, also jetzt aus der Laufbahn erzählen, dass ich so ähnliche Fälle auch schon hatte mit, mein Kind ist hochbegabt und alle anderen wollen das nur nicht sehen oder alle anderen wollen das sehen, nur mein Kind nicht und solche Sachen. Also es gibt solche Situationen durchaus, deswegen fand ich es durchaus auch realistisch, was da passiert ist. Und ja, bin relativ froh, ihn gesehen zu haben, den Film, weil er wirklich so ein Stück weit auch Feel-Good-Movie ist. Kate, wie siehst du das? Ja, ging mir ähnlich. Also mal abgesehen von der Kleinen, die einfach hervorragend ist, die ist schlagfertig, frech wie Rotz und trotzdem Kind. Und das ist echt schön. Und dann diesen Kampf zwischen Onkel und Oma zu sehen, weil beide wollen nur das Beste, aber keiner frägt das Kind. Und das ist das Typische, ja. Alle meinen immer, das Richtige zu wollen, aber keiner frickt die Kinder. Und das wird in dem Film auch nochmal ganz klar. Und dann gibt da so eine herzzerreißende Szene, da, oh Gott, ich saß heulend auf dem Sofa. Und das, obwohl ich kann es ja nicht nachvollziehen, ich habe keine Kinder, aber das war, oh, ganz schlimm. Und der Film, der nimmt einen von lustig über traurig bis hin zu, ach, wie süß. Alles. Also nimmt es wirklich komplett mit. Ein richtig, richtig schöner Film. Ja. Der Regisseur hat ja. Also man kann ihn wirklich bedenkenlos anschauen. Man wird nicht enttäuscht. Ja. Das ist wirklich. Also Erik, du hast ihn noch nicht gesehen? Nee, sagt mir jetzt nichts. Ich glaube, ich hatte da ein bisschen Bedenken, dass das irgendwelche Schmalz ist. Aber jetzt lese ich gerade auch. Du hast ja gesagt, dass das Mark Webb gedreht hat. Der hat ja einen meiner Lieblingsfilme, 500 Days of Summer, gemacht. Ich glaube, da lohnt sich mal ein Blick rein. Und für euch, der hat Amazing Spider-Man. Der ist gerade zu finden bei Sky. Ist er gerade zu finden in der Mediathek von Sky. Kann man ihn abrufen. Ah, ich habe, glaube ich, noch. Und wie gesagt, habe ich noch Sky. ich habe vorher geguckt, bei mir hat es sich um ein Jahr gerade verlängert am 1.8. Ja. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich habe rechtzeitig gekündigt. Aber okay. Und ich glaube, die Szene, die mich schon so mitgenommen hat, ohne Mutter zu sein, wird dich auch richtig mitnehmen, Erik. Ja, mich als Mutter, ja. Ja, dich als Vater. Ja. Warum heißt es denn die Gleichung eines Lebens? Erfindet die dann irgendwie so wie bei Beautiful Mind irgendeine Gleichung? Naja, es hat halt mit Mathematik zu tun dann. Weil das Kind so gut in Mathe ist, hat es damit was zu tun. Okay. Es ist halt typisch Deutschland, wir müssen irgendwie noch 15 Titel dazu fügen und keine Ahnung. Ich gucke jetzt gerade mal, begabt, die Gleichung, hier, bei werstreamt.es, das ist ja hier. Warte mal, Gratisinhalte? Nee, ist nirgendwo. Aber gibt es bei so ziemlich allen Anbietern
bei Sky ist, wie gesagt, mit drin bei Go und bei den anderen kann man es kaufen. Ja. Und wertungsmäßig bei euch, wie sieht's da aus? Also ich habe ihm 7/10 gegeben. Ich habe ihm 8/10 gegeben. Hast du aufgrund festgestellter mathematischer Unkorrektheiten, hast du den Film abgewertet. So nett war ja. Genau. Ich glaube, die rechnet auf Mathematik-Niveau, das kann nicht mal Chris. Okay. Ich kann alles, außer Hochdeutsch. okay. Ich habe noch einen geguckt, bevor wir zu Coco kommen, der bei euch drin steht. Ich habe Unlocked geguckt, der lief auch irgendwo auf Sky, den hatte ich mir aufgenommen. Ich weiß nicht, wie ich dazugekommen bin. Irgendwie fing der an, dachte ich, ach, die kennst du doch. Ach, und den kennst du auch. Und dann bin ich irgendwie dran geblieben. Da spielen nämlich lauter bekannte Leute mit. Der Film ist gedreht von Michael Apted. Der hat auch schon mal Regie geführt bei einem James-Bond-Film. Ich glaube, bei dem, der mir eigentlich nicht gefallen hatte, mit Sophie Marceau irgendwie. Egal. Auf jeden Fall ist es ein durchaus bekannter Regisseur. Und die Hauptrolle spielt Noomi Rapace. Orlando Bloom ist auch noch mit dabei und Toni Collette, die hatte ich am Anfang irgendwie erkannt. Und es ist so eine Agentengeschichte im weitesten Sinne, kann man das sagen. Es geht darum, dass die Noomi Rapace, die war mal verantwortlich beim Geheimdienst irgend so einen Anschlag zu verhindern und sie ist eher so auch so Verhörspezialistin und so. Und sie hat da jemanden verhört und das hat halt nicht rechtzeitig geklappt und dann ist auf so einer Brücke in Paris so eine Bombe hochgegangen, wo es etliche Leute erwischt hatte und seitdem hat sie da irgendwie so einen kleinen Knacks auch und die CIA-Einheit wird angeführt von John Malkovich, den hatte ich auch gleich erkannt gehabt, dachte ich, oh, ist doch kein Billig-Schrutz, der da gerade läuft. Es wird dann die Ermittlungsarbeit ergibt dann, achso, sie ist dann, Noomi Rapace ist dann, erstmal hat sich zurückgezogen und macht so ein bisschen andere Sachen irgendwie und sie wird dann reaktiviert, als in London ein Terroranschlag bevorsteht, wo sie halt mitgebraucht wird und sie wird am Anfang vom MI5, wo die Leiterin Toni Collette ist, wird sie irgendwie reaktiviert, um solche Typen bei so einem Verhör von so einem ja, arabisch aussehenden Menschen zu unterstützen. Das macht sie dann auch und dann geht aber einiges schief, weil, das will ich jetzt mal nicht zu genau verraten, was da ist, sie ist dann auf jeden Fall auf der Flucht und bekommt dann Hilfe, etwas ungewöhnliche Hilfe von Orlando Bloom, der hier ein bisschen anders aussieht, als man ihn zuletzt kennt und sind dann so ein bisschen auf der Flucht und parallel dazu muss noch der Terroranschlag irgendwie abgewendet werden oder findet er überhaupt statt oder ist alles nur eine große Verschwörung oder was auch immer. Ja, die Namen, die hier ja, mit dabei sind, die sind schon sehr hochkarätig. Der Film ist leider nicht ganz so gut. Er ist halt wirklich so wie damals der eine Bond-Film, der mir auch nicht gefallen hatte. So ungefähr auf dem Niveau. Es hat zwar alle Zutaten drin, es hat irgendwie CIA, FBI, es hat MI5, es hat eine große Bedrohung, es hat gute Darsteller, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz so richtig. Also die sind dann auch so, das ist dann auch so ein, ja, wie bei solchen Rollenspielen, sie müssen halt da und dorthin irgendwas holen und dann von da dort weiter und da noch was holen und zwischendurch werden sie halt irgendwie attackiert und ja, und müssen halt noch rausfinden, sind irgendwie gefühlt die Einzigen, die das rausfinden können, weil alle anderen, den trauen sie nicht und wie man es halt so kennt, ne? Hat mich stellenweise manchmal ein bisschen an 24 erinnert, weil da hat er auch irgendwie als Einziger irgendwie hat nur sich selbst vertraut und ja, das Ganze gipfelt dann wirklich in absurden Actionsequenzen. Ja, man kann den Film durchaus mal gucken. Es wundert mich nicht, dass der irgendwie im Kino völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, entweder ist der direkt ins Heimkino, also direct to DVD oder wie das heißt, erschienen oder ich habe es ja auf Sky mir aufgenommen gehabt. Dann, nee, ich habe sogar live geguckt, fällt mir ein. Ja, ich habe es live. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn der nicht im Kino lief, weil ich glaube, wer den sich angeschaut hat vom Testpublikum oder so, die werden alle gesagt haben, naja, lass das mal lieber. Vielleicht macht er ein geiles Cover und bringt es auf Blu-ray raus, vielleicht kauft es dann jemand wegen den ganzen Namen, die da draufstehen. Insgesamt ist es nicht so schlimm wie manche Filme, die wir in der Sneak hatten, wo man sich einfach nur ärgert und die Lebenszeit zu schade ist. Es ist ein okayer Actionfilm, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Also ich habe ihm auch hier irgendwie durchschnittliche Wertung. Ich gebe dem auch 5/10. Ja, Unlocked nochmal
Vielleicht könnt ihr den auch nochmal erwischen, wenn ihr da Bock drauf habt, Agentengeschichte. Vielleicht seht ihr es ja irgendwie anders. Ja. Mal gucken. Oder auch nicht. So. Ich mag die Schauspielerin. Noomira Paas, ja. Ja. Ich fand die in What Happened to Monday so grandios. Ah, die hat im Deutschen so eine unmögliche Synchronstimme. Eine fiepsige. Oh, ja. Ey, die ist so furchtbar. Ich musste aber hier manchmal, da waren dann so Dialoge drin, gerade wenn sie mit den Terroristen und so, das hatten die dann nicht irgendwie untertitelt oder so. Das haben sie halt im Deutschen, haben sie das übersetzt gehabt. Da hat er dann halt irgendwie mit einem ganz seltsamen Akzent hat er Deutsch gesprochen. Und im Original war das irgendwie, glaube ich, Arabisch oder so. Und da waren wahrscheinlich im Original Untertitel. Deswegen musste ich immer oft hin und her schalten. Und ja, ich habe es dann letzten Endes auf Deutsch laufen lassen. Jo, Chris, du hast Coco geguckt, Mensch. Ja, ich habe Coco gesehen, endlich, ja. Lief der auch irgendwo oder auf Sky? Coco läuft gerade auf Sky, ja. Coco, ein Disney-Film, Disney-Pixar-Film. Coco geht um den 12-jährigen Miguel. Der stammt aus einer mexikanischen Schusterfamilie und liebt allerdings Musik über alles. Dumm ist nur, dass seine Familie alles, was mit Musik zu tun hat, strikt ablehnt. Grund dafür ist Miguels Urgroßvater, welcher seine damalige Frau samt Kind zurückgelassen hat, um sich der Musik zu widmen. Mariachi. Und trotzdem, ja? Ja, Erik? Ich habe nur gesagt Mariachi. Mariachi, genau. Ja, Miguel möchte sich trotzdem auf die Reise der Musik machen und landet dabei jedoch jetzt nicht auf der ganz großen Bühne erstmal, sondern erstmal im Reich der Toten. Und das klingt jetzt extrem düsterer, als es eigentlich ist. Und ganz ehrlich gesagt, so schlecht scheint es den Skeletten im Reich der Toten nicht zu gehen. Die haben Feiern, die haben Party, die haben eine große Stadt, die haben relativ viel Spaß, die haben ein funktionierendes System mit Daten und was es sicher ist, nur keine Toiletten. Miguel muss trotzdem natürlich schnellstmöglich aus dem Reich der Toten zurück, weil sonst bleibt er für immer dort und er ist jetzt quasi der Lebende unter den Toten. Und so beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Und die große Frage natürlich, trifft Miguel sein großes Idol, den größten Sänger aller Zeiten, Ernesto de la Cruz? Und ist der vielleicht sogar sein Urgroßvater? Und die große Frage ist, welche Rolle spielt sein neuer Kumpel Hector? Also, kurzum gesagt, Disneys Coco erzählt wirklich eine relativ bunte Geschichte aus dem Reich der Toten. Farbenfroh, herzlich, typische Disney-Songs und eigentlich allem, was so ein Disney-Film zu bieten hat. Was zum Lachen, was zum Weinen und natürlich einen treuen Wegbegleiter, in dem Fall den Hund Dante, der eine durchaus wichtige Rolle einnimmt. Man darf den Hund niemals unterschätzen, genau wie die Katze. Coco thematisiert den mexikanischen Feiertag Tag der Toten, den Dia de Muertos. Und hat tatsächlich auch Preise abgeräumt. Golden Globes 2018, bester Animationsfilm. Oscars 2018 auch, bester Animationsfilm. Plus der beste Song, Remember Me, ja. Den gab es auch. Ist insgesamt ein typischer Disney-Film. Coco heißt er aufgrund der Tatsache, dass die Oma Coco heißt. Also die Urgroßmutter heißt Coco, Entschuldigung, die Urgroßmutter von Miguel heißt Coco und um die dreht sich halt dann auch ein Stück weit. Ist wirklich so ein typischer Disney-Film. Mir hat trotzdem so ein bisschen der letzte Kniff gefehlt. Es ist nett, es ist schön, es ist bunt, hat wie gesagt alles nur irgendwas, ich hatte am Ende das Gefühl, irgendwas hat gefehlt. Hinten raus wird es nochmal richtig emotional und das hat für mich den Film so ein Stück weit noch gerettet. Ist sicherlich nicht der beste Disney-Film, aber natürlich auch auf gar keinen Fall der schlechteste Disney-Film, den ich gesehen habe. Trotzdem landet Coco bei mir bei 6 von 10 Punkten. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich habe dem Film damals 7 gegeben. Und ich kann mich da an hitzige Diskussionen erinnern mit der Luise, weil die fand den so den besten seit langem und ganz hohe Wertung, wenn ich mich da recht erinnere. Ja, weil mir ging es auch so. Das hat irgendwie so ein bisschen... Das wirkte für mich die ganze Zeit so wie, ey, jetzt machen wir mal einen Film, um hier mal die Zielgruppe der mexikanischstämmigen Einwohner mal abzugreifen, ja, die hier mit irgendwelchen Nemos oder irgendwas nichts anfangen können. So wirkte das für mich so von Anfang bis Ende so durchgeskriptet. Erst haben sie mir Rida gemacht, ein Jahr vorher, glaube ich, um mal für die Mädels was zu haben, nachdem sie irgendwie Cars gemacht hatten. Ne? Das wirkte für mich alles so ein bisschen nach Reißbrett. So, jetzt machen wir das für die Mexikaner. Und da war halt einfach... Ja, zu viel. Es hat halt so ein bisschen so, ja,
so diesen Charme von Disneyland gehabt, so nach dem Motto, hey, wir machen mal alles, was wir da reinpacken können und alles so plastikmäßig. Hm. Alle Klischees, alle, weißt du, es war sogar der Mariachi dabei und das und jenes und ja, genau, es war mir irgendwie ein bisschen zu viel. Jo, naja, Coco, jetzt, das sind wir eigentlich durch jetzt mit den gesehenen Filmen vor der Sommerpause, wenn ich das so richtig sehe, ja. Dann schauen wir doch mal, was so in den nächsten Wochen anläuft, wenn hier Sommerpause herrscht im Kinocast. Kinocharts und Neustarts. Müsste ich auch erstmal irgendwie die Seite öffnen. Also die Charts kann ich natürlich nicht vorhersagen. Soweit meine Glaskugel, die funktioniert leider nicht. Die brauche ich schon für die Lottozahlen jede Woche. Jetzt am 23.08. Ich lese einfach mal so die Filme vor. Jetzt lesen wir ja mehrere Seiten jetzt vor von den Kinostarts. Wenn da irgendwas dabei ist, wo ihr sagt, oh, das interessiert euch, den würdet ihr gern sehen, könnt ihr mal kurz reinrufen. Ja? Slenderman startet da. Über dieses Internet-Meme. Aber jetzt nicht bei jedem reinrufen hier. Achso, Entschuldigung. Ja. Nur wenn wirklich was dabei ist, wo ihr sagt, hey, Crazy Rich, das ist dieser Film, da hatte ich letztens schon mal davon erzählt, mit diesem Junggesellen da in Asien, der da irgendwie über Tinder oder was die dort haben, da irgendwie Mädel kennenlernen, der ist aber total reich und so und sie ist dann so eine richtige Märchengeschichte. Dann Black Clansman, den haben wir ja schon gesehen. Action Point startet und den gibt es in USA schon im Heimkino und ich hoffe mal bald auch vielleicht im iTunes US Store oder so, dann kann man da vielleicht mal reingucken. Das ist dieser mit Johnny Knoxville, wo der diesen Vergnügungspark übernimmt, der letztens in der Parallelsneak lief. Den wollte ich ja gern gucken. Dann Mein Name ist Somebody mit Terence Hill, was er auch selber gedreht hat. Quasi so sein letzter Film, den er drehen möchte über so einen Aussteiger. Ist so ein Herzensprojekt von ihm. Hat er selber auch irgendwie Drehbuch und alles geschrieben. Der Trailer, den fand ich ganz, ganz nett. The Domestics. Der lief ja letzte Woche in der Parallelsneak. Postapokalyptische Horror-Thriller, da haben die Gangs die Herrschaft übernommen, nachdem die Bevölkerung durch die Regierung ausgelöscht wurde. Dann Nach dem Urteil, Spielfilmdebüt von Xavier Legrand, erzählt von einem 11-Jährigen, der von seinem Vater seelisch missbraucht wird. Das war's. Am 23.08. Mal gucken, was dann in der folgenden Woche anläuft. Ah, Safari, Match Me If You Can. Den hatten wir auch. Ja. Den hattet ihr ja schon das Vergnügen, in Anführungszeichen, den in der Sneak zu sehen. Ja. Asphalt Gorillas, das ist der neue Film von Detlef Buck, wo bei uns im Kino dieser Riesenaufsteller steht. Ist ein Drama um einen jungen Mann, der gegen seinen Chef rebelliert. Da interessiert mich eigentlich der Trailer, der hat mich schon ein bisschen gefesselt. Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Ja, das ist der komplette Filmtitel. In der Komödie nach dem Roman von Jockel Tschirsch erlebt ein Gärtner einen skurrilen Rundflug durch Deutschland, bei dem er wieder zu Sinn und Leben findet. Bad Spies läuft an mit Mila Kunis und Kate McKinnon. Tja, ich höre da nichts von euch. Ja, okay. Habe ich den Trailer gesehen und deswegen schreie ich jetzt nicht juhu. Ich glaube, da hat man alles gesehen, wenn man den Trailer gesehen hat. Captain Sharky, eine Kinderbuchverfilmung um die Abenteuer des jungen Captain Sharky und seiner bunten Crew. Ja, so schön, Film für die ganz Kleinen. Nachdem ich jetzt gehört habe, dass dieser Paddington-Film nichts für Kinder sein soll, speziell der erste Teil, dass er sehr düster sein soll, nachdem ich diese Info weitergegeben habe, werden die jetzt wahrscheinlich doch nicht nächste Woche reingehen in den Film. Paddington? Bitte? Paddington? Nee, nicht Paddington, Entschuldigung. Puh, genau. Christopher Robin. Ja, Christopher Robin. Das soll irgendwie der erste Teil handelt ja davon, dass Ewan McGregor an so einem Punkt in seinem Leben ist, wo irgendwie alles ganz, ganz schlimm ist und düster und sowas. Und das soll wohl für die kleinen Kinder nicht geeignet sein. Deswegen ist der Film, glaube ich, auch insgesamt ab 12, wenn ich mich da recht erinnere. Deswegen habe ich da erstmal gesagt, Vorsicht. Also wenn dann die Figuren auftauchen, dann soll alles sehr süß und toll sein. Aber bis dahin geht es wohl durch ein tiefes Tal der Tränen. Kindeswohl, ein Gerichtsdrama mit Emma Thompson als Richterin, die entscheiden muss, ob ein Kind eine lebensrettende Behandlung erhält, obwohl diese seiner Religion widerspricht. Dann läuft noch ein Film an, die 1000 Glotzböbel vom Dr. Mabuse. Dominik Kuhn alias Dodokai synchronisiert Fritz Langs Klassiker, die 1000 Augen des Dr. Mabuse als schwäbische Mundartkomödie neu.
Ja, kann ich heute zum ersten Mal von Was ist der? Kann ich auch wärmstens empfehlen. Der Film von unserem, man kann schon sagen, unser Homie. Naja, nicht so ganz, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich noch drauf und dran. Also ich check nochmal meinen Kalender, aber ich habe wirklich vor, am 30. bei der Premiere dabei zu sein. Cool, dann kannst du ja mal dann berichten, dann nach der Sommerpause. Ja. Und ich wünsche auf jeden Fall alles Gute, weil ich hab so gelacht. Ey. Ich habe jetzt noch, manchmal fällt mir irgendwas ein aus dem Film, weil irgendwie, gut, jetzt habe ich erstmal Urlaub, aber wenn da ein Kollege manchmal auf Schwäbisch irgendwas gesagt hat, was bestimmt ist, wo so Reizworte drin waren, die in dem Film auch vorkamen, irgendwie, da ist mir dann irgendeine Szene eingefallen, ich muss dann so das Lachen unterdrücken, die Leute haben manchmal gedacht, ich lasse sie aus oder so, das war ein bisschen gefährlich da. Das ist übrigens ganz arg spannend, für die 1000 Glotzböbel vom Dr. Mabuse, die Tickets ist freie Platzwahl im Saal. Das heißt also, wer zuerst kommt, mal zuerst. Nein, es gibt Premium-Tickets und es gibt zweiter Platz. Und das finde ich einfach herrlich, weil das war doch damals im Kino ganz genauso. Ah, okay. Freie Platzwahl im Kino. Okay. Das ist ein nettes Gimmick eigentlich. Naja, was haben wir hier noch? Der läuft nicht bei uns. Der läuft auch nicht bei uns. Nee, da traut sich keiner was gegen die Glotzböbel entgegenzusetzen hier bei uns. Dann schauen wir mal eine Woche weiter. 6.9. und das ist dann, glaube ich, auch schon fast die letzte Woche, die wir hier dran nehmen müssen. The Nun, ein Spin-off zur Conjuring-Reihe, da erzählt James Wan, der ja die ersten Saw-Filme gemacht hat, die Hintergrundgeschichte der dämonischen Nonne Valak, die in den 50er Jahren ein Kloster terrorisiert. Mit Thaisa Farmiga. Ist die irgendwie verwandt mit Vera Farmiga? Das schönste Mädchen der Welt. Eine Verwechslungskomödie nach dem Klassiker Cyrano de Bergerac um einen Schüler, der sich in eine hübsche Klassenkameradin verliebt, aber für seine Nase schämen, müsste es richtig heißen, ja. Mit Aaron Hilmer, Luna Sophia Wedler, das ist so ein Film, ich glaube, der geht ziemlich gut. Bei den Teenies oder so wird er, denke ich mal, ganz gut ankommen. Ist ab 12 Jahren freigegeben. Ich glaube, das ist ein cooler Film für die Generation da. Wir hatten letztens hier mal einen Trailer geguckt. Meine Tochter, die fand den auch ganz cool, eigentlich, den Film. Obwohl, habt ihr da den Trailer mal gesehen? Nee. Aber ihr kennt ja bestimmt so diverse Cyrano de Bergerac-Verfilmungen oder sowas. Der eine hat ja irgendwie Gérard Depardieu, dem haben sie dann eine riesen Nase angeklebt und so. Und ja. Hier, der Typ, der hier diese große Nase haben soll, ja, also das ist wirklich, also ist eher als normal einzustufen, was ihm da... Das ist Mike Krüger. Naja, nee, noch nicht mal so schlimm. Also, nee. Die Supernasen. Nee, nicht mal so. Nächster Film, Alpha, ein prähistorisches Survival-Drama um einen jungen Krieger des Stammes der Solutren, der gegen die brutalen Bedingungen der Eiszeit ums nackte Überleben kämpft. Ah, da würde ich lieber den Film mit Jochen Vogel angucken da, mit dem Ötzi hier. Bestimmt besser. Phantomschmerz. Da gab es doch schon mal einen Film. Phantomschmerz, kann ich mir erinnern. Independent-Drama über einen Taxifahrer, der den Tod seines Bruders untersucht und dabei auf einen zwielichtigen Chefarzt stößt, der geheimlich Organe verkauft. Ich glaube, die haben ihren ganzen Film gespoilert. Ha. Das läuft nicht. Messi und Maud, ein Roadmovie über die Beziehung zwischen der holländischen Backpackerin Maud und dem chilenischen Jungen Messi. Oh. Die eine Reise unternehmen, um zu vergessen. Mhm. Interessant. Nix für mich. wir gucken noch mal ganz kurz in die Charts in Stuttgart. Platz 10 ist hier The Darkest Minds, die Überlebenden. Platz 9 Equalizer 2. Platz 8 ist Deine Juliet. Platz 7 Ganz im Glück. Platz 6 ist Christopher Robin. Platz 5 Mamma Mia, Here We Go Again. Platz 4 Ant-Man and the Wasp. Platz 3 Hotel Transylvanien, ein Monsterurlaub. Platz 2 The Meg. Oh, ich glaube, den muss ich noch gucken irgendwie. Schaffe ich das noch? Platz 1 Mission Impossible Fallout. Jawohl. Mal sehen. The Meg. Ich werde das mal beobachten aus dem Urlaub, wie hier wieder performt. Oh, ich sehe gerade, wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, da war gerade eben Sicario 2 noch irgendwo drin. Nicht schlecht, der scheint noch hier irgendwo zu laufen. Und dieser Teen Titans Go Movie. Nun ja,
Was war für euch so eigentlich von den Filmen, die ihr schon gesehen habt, jetzt nicht nur Sneak, was euch so spontan einfällt, was dieses Jahr irgendwie so, gab es da so einen Film, der euch besonders bewegt hat, der jetzt heraussticht, der euch jetzt so spontan einfällt? Aus diesem Jahr? Ja, also von diesem Kinojahr bis jetzt. Oder habe ich euch jetzt zu sehr geschockt mit der... aus dem Nichts heraus, Mitte August, fängst du mit sowas an. Warte mal, Kate, welches Ende fandst du schlimm? Ich fand das doch schon sehr, das Ende vom letzten Avengers-Film schon ganz schön schlimm. Ah ja, ja, stimmt. Ah genau, jetzt wo du sagst, also Avengers würde ich bei mir auch... Infinity War würde ich da auch einreihen als besonders guten Film. Überleg gerade, der Star Wars Solo, ich weiß nicht. Solo war okay, hat die 1000 Glotzwirbel. Ja, 1000 Glotzwirbel im Bereich Komödie, definitiv. Ganz, ganz weit vorne. Im Augenblick. Ansonsten, Super Troopers 2. Oh nee, also jetzt, da müssen wir jetzt nicht damit kommen, oder? Und ich glaub, Love, Simon. Hm? Oh ja, der Love, Simon. Ja, der war gut. Ja. Beautiful Day war auch gut. A Quiet Place. Oh, A Quiet Place. Der kommt hoffentlich bei dem Stream, damit ich War der dieses kann. Jahr? Oder war der noch eher? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, gute Filme dabei auf jeden Fall. Ne? Jetzt vor der Sommerpause. Mal gucken, was uns dann danach erwartet. Und vielleicht haben ja die Hörer auch irgendwie noch sagen, ey, der Film hat mich besonders in positiver Hinsicht bewegt. Ah, Serien, Chris. Warte mal, ich muss erstmal hier das Ding einspielen. Serien. Ich war just gestern, habe ich hier ein bisschen genetflixt bei mir. Ja. Und ich habe dann so rumgeklickt und dachte, ah, das ist die neue Serie. Hm. Da habe ich gedacht, nee, jetzt guckst du da nicht rein. Weil ich habe mir das aufs iPad schon geladen für die Reise. Und habe dann stattdessen Brooklyn Nine-Nine, da läuft die vierte Staffel auf Netflix. Und habe natürlich noch zwei Folgen Rick and Morty nochmal geguckt. Also kannst du mir mal sagen, ob Disenchantment, die neue Serie von den Simpsons, macht und ob die was kann? Ich schätze ja. Disenchantment, die neue Serie der Simpsons-Macher, kann meiner Meinung nach nichts. Oh nein! Was geht denn da? Um es ganz, ganz kurz zu machen. Also ich habe jetzt 2,5 Folgen gesehen. Ich habe tatsächlich die dritte abgebrochen, weil ich es so langweilig und doof fand. Siehst du mich auf die Knie fallen und die Arme in den Himmel recken? Nein! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so arg viel damit anfangen. Es ist für mich, vom ersten Moment an fühlt es sich so ein bisschen an wie Bart oder Lisa. Eher Lisa hat einen ganz seltsamen Mittelaltertraum mit einer kleinen eskalierten oder ziemlich verzogenen und antriebslosen Prinzessin Bean, die jetzt nicht unbedingt die hübscheste ist, mal wieder, aber natürlich Alkoholikerin und es wird so ein bisschen versucht, so alles Mögliche, was schlecht laufen kann, reinzuwerfen in den Charakter und auch so, ich will eigentlich nur ein bisschen Spaß haben im Leben und nach meinem Empfinden versucht die Serie, sich von den Simpsons abzugrenzen, bringt dann allerdings Charaktere wie Elfo, also der Elf heißt Elfo, der aussieht wie Bart Simpson, nur mit spitzeren Ohren, wobei ich da das, was ich da wirklich gut, dem Ganzen gut heißen muss, ist, die menschlichen Figuren haben tatsächlich 5 Finger und Elfo hat nur 4. Und Elfo ist halt auch so, er ist kein glücklicher Elf, sondern er ist mehr so, ach ja, ich will auch was vom Leben sehen mal und brech dann aus meiner Elfenwelt, wo alle so total happy sind und die ganze Zeit Süßigkeiten machen und halalala. Oh, und ich find's super nervig, also wirklich super nervig, weil ich sagen muss, klar, die Figuren erinnern vom ersten Moment an voll an die Simpsons. Und dann fehlt eben die gelbe Farbe. Ich kann mich noch an Futurama erinnern, da hieß es auch, oh ja, die Figuren sehen schon teilweise aus wie bei den Simpsons. Klar, Fry sieht definitiv so aus, Bender auch. Aber der Rest halt dann nicht mehr so in die Richtung. Also schon, klar, die von welchem Studio her es kommt, ist klar, nur halt ganz anders. Und es reicht an Futurama auf gar keinen Fall ran. Also davon ist es meilenweit entfernt. Und
es bestätigt leider so für mich bisher das, was ich auch bei den Simpsons befürchtet habe, dass denen schlicht die Ideen ausgehen und dass sie versuchen, auf irgendwie der Ruhmkette oder den alten Lorbeerblättern, auf denen sie sich gebettet haben mit den Simpsons, da jetzt nochmal ein bisschen was rauszuhauen und besonders lustig und kreativ versuchen zu sein. Und das funktioniert in meinen Augen vorne und hinten nicht. Also diese Welt, in der es da lebt, dieser Märchenwald, ist einfach nur seltsam. Dann dieser Dämon, den sie dabei hat, Luzi, die Abkürzung von Lucifer. Hahaha, ist das lustig. Oh je. Ist halt auch dabei und der möchte eigentlich die Bienen, die Prinzessin ständig auf die schiefe Bahn locken, weil er immer sagt, oh, mach das doch, tu es, komm schon, tu es, tu es, tu es. Und ja, ich finde es super anstrengend, weil ich auch die Katze relativ, Katze sage ich auch schon, weil die ganze Zeit von den Dämon als Katze bezeichnet, ich finde die Katze schon relativ einfallslos, ist einfach nur schwarz und ein Auge und fertig. Ist auch mehr so ein zweidimensionaler Charakter und kein dreidimensionaler Charakter. Also es sind schon ein paar nette Ideen drin. Nur wenn ich mir dann anschaue, die Welt, in der die leben, die ist halt computeranimiert und ich finde es tatsächlich ein bisschen lieblos hingerotzt, ganz ehrlich. Und es ist... Ich finde die Serie fürchterlich blass. In der ersten Folge musste ich zweimal kurz so machen. Ist halt... Wenn es halt heißt so, ja, hier und du ziehst dich jetzt um für die Hochzeit, also der völlig verplante König mit seiner komischen Frau, die irgendein anderes Wesen ist, und dann heißt, ja, du ziehst dich jetzt um für die Feier, und Bean sagt, okay, dann mache ich das halt gleich und zieht halt ihr Shirt aus und du siehst halt den nackten Rücken. Und der König befiehlt so, oh, jeder, der hinschaut, wird einen Kopf kürzer und alle Wachen bedecken ihre Augen. Und dann läuft Bean aus dem Thronsaal raus und einer läuft halt rein mit, hahaha, habt ihr das gesehen? Was denn? Also es ist so vorhersehbar, so schlag mich, denn ich bin witzig mäßig. Also hat mir bisher überhaupt keinen Spaß gemacht und ich weiß noch nicht, ob ich die dritte Folge noch zu Ende gucken werde oder ob ich dieses Projekt für mich einfach jetzt schon begrabe und sage, für mich funktioniert es gar nicht. Ist das eigentlich nur bei Netflix erschienen oder ist das... Ja, läuft eine Netflix Original Serie. Ach Mensch, das ist ja jetzt schade hier. Jetzt habe ich mir das Ganze. Kann ja auch sein, dass es für dich funktioniert. Ich weiß, aber ich mir die Frage ist halt, Erik, was erwartest du von der Serie? Ich erwarte da erstmal gar nichts weiter. Ich guck's mal an und ich werde dann nach dem Urlaub mal drüber reden, weil ich habe jetzt das mal draufgeladen, so die ersten vier Folgen. Ich mache das meistens so, ich lade mir so 1, 2, 3 Folgen. Also bei denen, die 45 Minuten gehen, lade ich mir mal so 2. Und wenn ich dann das Gefühl habe, das kann was, dann suche ich mir irgendeinen WLAN oder irgendwas und lade mir dann noch mehr. Das ist ja jetzt leicht enttäuschend. Aber es gibt aber wohl tatsächlich eine zweite Staffel. Ich frage mich aktuell, warum. Ist mir auch wieder eingefallen, weil du vorhin was mit Florida gesagt hast. Irgendwo hatte ich letztens was mit Florida. Ist mir eingefallen, wo das bei mir war, nämlich bei Brooklyn Nine-Nine in der vierten Staffel. Da sind die am Anfang im Zeugenschutzprogramm in Florida. Ja, aber vielleicht jetzt nicht spoilern. Es gibt welche hier, die haben das noch nicht gesehen. Ach so, nee, ich sag ja nichts. Die sind nur da. Und das finde ich so lustig, weil ich war ja schon ein paar Mal in Florida und da ist echt ein eigener Menschenschlag da unten. Da ist so das ist richtig, aber ich muss ehrlich sagen, mir haben die ersten Folgen der vierten Staffel Brooklyn Nine-Nine überhaupt nicht gefallen. Ja, okay. Habe ich echt gebraucht. Gegen Mitte der Staffel wird es dann wieder besser und geht dann wieder in die richtige Richtung. Aber der Anfang fand ich nicht gut. ist notiert. Ich darf ja nicht. Ja, ich fand es halt lustig, wie sie sich da so über den eigenen Menschenschlag. Okay, da haben wir sogar 2 Serien heute. Zumindest die eine am Rande. Genau. Ist das mit dem Game? Ist das richtig da drin hier bei dir? Ja. Das Game ist richtig da drin. Das ist auch was, was ich im Anschluss an diese Aufnahme wieder machen werde. Bin schon verabredet. Hab ich hier eigentlich da... Ach, hier Games, warte mal. Games. Habe ich so selten gebraucht hier. Ich finde es großartig, dass dir noch so spontan einfällt, was du eigentlich alles für Einspieler hast. Nee, ich habe ihn gesucht, aber der war auf der zweiten Seite von dem Soundboard hier. Ich habe gewusst, hey, ich hatte doch was mit Games oder so. Und dann dachte ich so, ach nee, wenn es das nicht gibt, können wir eigentlich mal machen und so. Und dann sehe ich, auf der zweiten Seite gibt es ja. Ja, Games, A Way Out, habe ich nie von gehört. Was ist das? A Way Out ist ein
Koop-Action-Adventure aus in der Third-Person-Perspektive aus 2018. Einzigster großer Nachteil ist es von Electronic Arts. Das ist das, was mir so ein bisschen erschienen auf PlayStation 4, auf Xbox und am PC, also für Windows-PC. Und es geht darum, es sind zwei Typen, die sich im Gefängnis begeben und aus dem Gefängnis ausbrechen müssen. Das ist eine relativ coole Geschichte und du kannst auch wirklich nur gemeinsam da raus. Also du musst wirklich zusammen spielen. Das heißt, du kannst dich da online verbinden mit anderen, die du nicht kennst, oder eben mit Leuten, die du kennst. Und ich spiele es jetzt mit einem Kumpel, der jetzt auch schon wartet, der in Korea hockt. Der haben das für uns entdeckt und das ist einfach, es ist bisher wirklich relativ cool. Es sind Action-Sequenzen drin, es ist cool gemacht. Ich bin halt zu Tode erschrocken, als ich das Spiel gestartet habe. Wirklich, weil du hast wirklich, auch wenn du alleine vorm PC sitzt, hast du einen Splitscreen und siehst, was der andere macht. Und kriegst auch die Gespräche mit. Das kann am Anfang brutalst verwirrend sein, wenn du ein Gespräch führst und der andere führt auch ein Gespräch. es kann wirklich. Also In-Game-Gespräche sozusagen. Ja, oder ist In-Game-Gespräche. Kamera auf dich du kriegst gerichtet. Also wirklich alles mit, was okay. Der andere macht, genau. Und das Spiel bietet wirklich null Singleplayer-Optionen. Ist wirklich nur auf Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den menschlichen Teilnehmern ausgelegt. Und ja, du kannst es auf der Couch zu Hause zusammenspielen oder halt wirklich online miteinander spielen. Das gibt's auch, geht halt auch. Und wie gesagt, es geht wirklich darum, dass man zusammen rauskommt. Spielt in den 90er, 70er Jahren. Und ist so, ja, es orientiert sich so ein bisschen an Ausbruchs- und Gangsterfilmen wie Flucht von Alcatraz und sowas. Ah, cool. Es geht um Vincent und Leo, die da raus müssen. Der eine ist eher abgeklärt und rational, der andere dagegen relativ aufbrausend und aggro. Und ja, haben aber allerdings außerhalb der Gefängnismauern ein gemeinsames Problem. Und deswegen geht es darum, den Ausbruch zu planen und das zu machen. Und das ist richtig cool. Also wir haben da jetzt schon der einen Mission, die wir da gemacht haben, da kommen wir aus unseren Zellen raus, und zwar durch die Toilette quasi, weil wir einen Schraubenschlüssel geklaut haben. Und der eine muss wirklich Schmiere stehen und dann sagen, hey, pass auf, der kommt jetzt wieder mit der Taschenlampe, der Wächter kommt, und dann musst du andere wieder aufhören. Also du musst wirklich zusammenarbeiten, und das gefällt mir extrem gut. Ich bin gespannt, wo das Spiel noch hingeht. Und bisher wirklich hat sich jedes Kapitel, also wir sind noch relativ am Anfang, aber es hat sich wirklich anders bisher gespielt. Man musste überlegen, man musste knobeln, dann gibt es wieder ein bisschen Action, dann ist wieder hier, dann ist wieder da. Und das ist richtig, richtig gut. Okay. Und wenn es halt wirklich nur eine Sequenz ist, die auf einen Charakter bestimmt ist, dann wird auch der Bildschirm groß und es wird nur der quasi gezeigt. Also hat was. Es ist ein absolut geniales Koop-Spiel, das weit mehr ist als ein bloßer Shooter oder Rennen oder sowas und eine extrem gute Story mit sich bringt. Und ja, ich finde es wirklich mal schön zu sehen, dass es solche Spiele noch gibt, die nicht so eindimensional sind mit, okay, wir spielen jetzt zusammen ein Fußballspiel oder wir spielen zusammen jetzt hier einen Shooter und rennen gemeinsam durch, sondern dass du wirklich auch was lösen musst und auch wirklich ein bisschen nachdenken musst und auch gucken musst, wie es geht. Deswegen bisher großer Fan von A Way Out, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, auch wenn es von Electronic Arts ist. Habe ich ein paar Fragen dazu. Ja. Das eine, du sagst ja Electronic Arts, ich habe von dem Ding noch nie was gehört. Ist das, haben die irgendeine Indie-Schiene, wo die das veröffentlichen, oder wie ist das? Ist das bei dem, ist doch kein AAA-Titel, oder? Frag mich was Einfacheres. Also, warte mal, lass mich mal gucken. A Way Out. Es wird von Hazelight Studios entwickelt. Das also, gibt es doch bestimmt über Denion Online irgendwas, ne? Oder das kaufst ja, genau, du bestimmt noch nicht bei mal. Bei Origin gibt es das auch, also ganz normal. Weil das kauft man doch bestimmt nicht, das kauft man bestimmt nur online, oder? Das ist doch jetzt bei Origin 29,99. Ja, ich glaube, das gibt es bestimmt nicht auf CD oder sowas. Ja, es gibt es, wie gesagt, ja für die PS4 ja, gibt es noch. Das ist bestimmt so ein Indie. Ja, PS4 kannst du auch online Sachen kaufen, oder? Im Shop. Ja. Hier gibt es für PS4, Xbox One und für den PC. Genau, habe ich ja gesagt. Ja. Genau, aber nee, meine Frage war jetzt, also das ist jetzt, hat wahrscheinlich die Electronic Arts jetzt nicht selbst produziert, sondern die haben da irgendein Indie-Spiel jetzt mit reingenommen. Haben sie ja auch teilweise. Ich habe ja bei EA auch diesen, wie heißt das, wo du jeden Monat 5 Euro zahlst, dann kriegst du so eine Menge so Spiele, die du
einfach mal probieren kannst. Vielleicht ist es sogar damit irgendwo dabei. Die andere Frage ist, wenn du da jetzt was spielst, dreht sich das nur, achso, das weißt du jetzt nicht, so weit bist du noch nicht, oder? Dreht sich das nur um den Gefängnisausbruch an sich? Also wenn du es geschafft hast, bist du raus, bist fertig, ist Ende? Ich weiß noch nicht, was passiert. Also wie gesagt, okay. Es gibt ein Problem außerhalb und das Schöne ist, es fängt halt an, dass die beiden in einem Flugzeug sitzen und sich unterhalten. Hm. Und dann spielst du quasi das erstmal nach, worüber die sich auch unterhalten. Die nächste Frage wäre, das ist ja ein Koop-Spiel, hast du gesagt, mit einer Person. Und wenn du da ein Safe-Game machst, ja, du speicherst jetzt und dann beim nächsten Mal muss genau dieselbe Person wieder online sein oder kannst du das dann auch mit anderen? Das werden wir jetzt demnächst testen. Das werde ich jetzt in den nächsten 10 Minuten testen. Ach so, du hast bis jetzt mit jemand anders gespielt und jetzt probierst du mal jemand anders da die zweite Person sein. Nein, ich probiere den gleichen nochmal, ob das erstmal funktioniert. Aber ich hoffe Okay. Kannst du uns dann nach der Sommerpause mehr davon berichten? Vielleicht kaufe ich mir das mittlerweile. Mal gucken, das also wie gesagt, ist echt cool. Sieht geil aus. Vielleicht haben die ja sogar auf der Gamescom irgendwas zu dem Thema Way Out. Ich werde gleich mal die bei EA fragen. Da brauchen sie nicht nur FIFA 19 zeigen auf dem Termin. Da können sie, sag ich gleich mal, Way Out. Erzählt mal, was ist denn da los hier? Warum hört man davon nichts? Soll gut sein. Jo, dann kommen wir eigentlich auch schon so in den normalen Bereich. Briefkasten. Genau, Briefkasten zum Beispiel. Gucken, ob da was eingegangen ist. In der letzten Woche. Hast du irgendwas bekommen? Kate, du bist doch hier eigentlich. Nö. Kam auch nichts. Kam auch null Kommentare hier bei Safari. Hat die Leute nicht so. Sind die alle im Urlaub oder was? Wahrscheinlich. Obwohl, gefühlt sind wir die Einzigen, die noch Urlaub haben. Alle anderen haben ja schon keinen mehr oder so, ne? Ja. Naja, dann halt nicht, ne? Dann habt ihr jetzt ein bisschen Zeit in meiner Urlaubszeit hier ein paar Kommentare zu schreiben und Nachrichten zu schreiben. Und ja, wer vielleicht auch auf der Gamescom ist, dann ab. Also Dienstag und Mittwoch, kann sich einfach mal melden über die Webseite oder unter Kontakt steht auch irgendwo die WhatsApp-Nummer. Einfach mal schreiben. Die Postkartenaktion, da sind jetzt noch ein paar Adressen eingegangen. Also wer aus meinem Urlaub, jetzt nicht von der Gamescom, sondern ich fahre danach noch in Urlaub, wer da eine Ansichtskarte haben möchte aus dem Urlaub von mir, kann mir gerne seine Adresse per E-Mail schicken an erik@kinocast.net und er kriegt von mir eine Ansichtskarte aus dem Urlaub. Ich hätte gern irgendwas von der Gamescom. Ich guck mal. Ja, genau, wer vielleicht nicht auf die Gamescom geht und angemeldet ist bei irgendwelchen Newslettern hier von zum Beispiel Bandai Namco, die haben einen QR-Code verschickt und wenn man den am Messestand einscannt, kriegt man so ein Loot-Package. Oder bei EA gab es diverse Sachen. Also ich habe hier einen riesen Stapel an Sachen ausgedruckt. Liebe Hörer, falls ihr nicht auf die Gamescom geht und solche Sachen bekommt, könnt ihr mir gern zukommen lassen und könnt dann dazu schreiben, ob ihr das selber haben wollt oder ob es hier in unsere allgemeine Preisekiste rein soll für die Gewinnspiele. Da könnt ihr auch den Kinocast unterstützen damit. Ja. Okay, apropos unterstützen. Ich guck gleich mal. Ja, Amazon, wer unsere Affiliate-Links genutzt hat in der vergangenen Woche. Film ab, ein Buch, wahrscheinlich Reise zu den spannendsten Drehorten der Welt. Oh, sieht doch schön aus. Kann ja derjenige oder diejenige, die das gekauft hat, mal sagen, ob da was Gutes drin ist. Was ist das, ein Kinderbuch? Chrissys Tagebücher 05, vom ersten Schnee bis zu den Perseiden. Aha. Kane 2, Kreuzzug des Bösen. Was ist das? Comic? Weiß nicht. Buch? The Wolf of Wall Street, eine Blu-ray, das kenne ich. Deco Wall, moderne graue Welt. Was ist das? Ach so, hat jemand eine Weltkarte als Tapetenaufkleber? Valerian, die Stadt der 1000 Planeten als Blu-ray, cooler Film. You Win. Who Cares? Eine CD. Ach, das habe ich selber bestellt von Solar Fake, die neue. Warum kommt das eigentlich hier? Das ist ein Ding. Ein UAY oder UAY heißt das, glaube ich, hat mir jemand gesagt. Ein UAY Media Pad. 10,8 Zoll Tablet PC. Viel Spaß damit. Okay, dann sind wir, denke ich mal, soweit durch jetzt mit der letzten Sendung vor der Sommerpause. Dann, liebe Hörer, genießt die Sommerzeit. Vergesst nicht das Kino, da ist es auch gekühlt drin. Und ja, schreibt viele Kommentare, nutzt die
E-Mail-Adressen, zum Beispiel kate@kinocast.net, wenn ihr Kate was schreiben wollt, chris@kinocast.net, wenn ihr Chris was schreiben wollt. Und wenn ihr mir was schreiben sollt, ha, ihr habt es erraten, eric@kinocast.net. Ansonsten Kommentare, bewertet uns bei iTunes oder Apple Podcasts, wie es jetzt heißt, empfehlt diese Sendung weiter, erzählt Leuten, wie das geht, wie man Podcasts anhören kann, was man da für Software oder für Apps benutzen kann, wie das geht. Es gibt immer noch viele, die es überhaupt nicht wissen, wie das geht und dass das vielleicht doch ein bisschen Spaß macht. Ja. Ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Ich wünsche euch gute Filme in der Sneak Preview und ja, da hören wir uns gesund und munter dann wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao. Macht's gut, tschüss. Bis bald im Kinocast. Der grausamste, brutalste, erdrückendste Abstieg in die Hölle, den die Leinwand je gesehen hat. Der größte Kulturschocker aller Zeiten, der die ruhigen 70er Jahre in Unruhe versetzen wird. Gegen diesen Film wirkt Der Exorzist wie ein Kinderfilm. Vorsichtig, die Feuer schießen! Mal wieder! Michele! George R. Romeros Zombie. Der Film, für den Zeitungen und das Fernsehen in Amerika nicht werten dürfen. Zombie. Es gibt keinen härteren Film.